Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu LS17 Südhämmern 4.1. Sind wir mittlerweile mit dem Tino in den Friesen. Hallo. Hallo. Was ist die Seemaschine? Was macht denn der Gruber? Hallo, was war was? Wo ist jetzt so, würde ich sagen? Ja, aber warum? Das fällt's Kerzen gerade. Kann ich dir entspannen wurden. Da musst du neu ansetzen. Da musst du neu ansetzen. So, kommen wir mal zum kontroversen Thema. Natürlich ganz diplomatisch, habe ich vorher geübt. Ich dir beigebracht, Diplomatie, du Spacko. Auf jeden Fall, es gibt. Oder beziehungsweise fangen wir mal mit der Frage an. Kennt ihr das Spiel Holzfäller Extrem 2018? Was von gehört, aber nicht weiter verfolgt. War das 17? Hast du das nicht schon gespielt? Nein. Dann weiß ich doch nicht. Okay. Gut. Ja, hier sind Ständigrubber da halt einfach nicht. Ja. Toll. Ist halt auch geil. Oh, geht mir sowas auf den Sackhahn, Alter, ey. Ohne Mist. Ja? Ja. Gut, also ja, Holzfäller Extrem 2018. 18, ja. Dieses Spiel wird momentan von einem. Naja, warte. Dieses Spiel wird momentan von einem Simulator-Kollegen gespielt. Heißt, wer denn? Kommt aus Österreich. Und da wurde ich mal drauf aufmerksam gemacht, dass wir gerade, nö, guck dir das mal an. Und habe mir das Ganze dann angeschaut, sind Livestream-Mitschnitte. Und habe mir gedacht, das ist ein richtig krasses Spiel und kommt hier auch irgendwie scheiße bekannt vor. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir unser Forstprojekt... Hast. Schnauze jetzt. Ach so, okay. Dabei ist mir aufgefallen, dass wir unser Forstprojekt die ganze Zeit falsch gespielt haben. Ach so. Denn es wurde die FDR-Logging für LS17 gespielt. Aber als Holzfäller Extrem 2018 im Titel so benannt, inklusive irgendwelche realen Thumbnails aus dem russischen Wald. Und da habe ich mir gedacht, okay... Warte mal, nochmal, LS17? Jetzt habe ich jetzt auch nicht auf verstanden. Okay, also pass auf. Also da spielt LS17 auf der FDR-Locking und den Holzfäller Extrem 18. Nein, und nennt das Ganze Holzfäller Extrem 2018. Achso, ja, Entschuldigung, gut, ja, dann und nennt das so, ja. Und irgendwelche komischen, realen Bilder als Thumbnail, so. Mit LS-Logo und so reingeklatscht. Und es ist LS17 FDR-Logging. Genau. Und da habe ich mir gedacht... Steht im Titel irgendwo LS17? Nein. Steht einfach nur Holzfäller Extrem 2018. 2018 und so Titel. Ja, ich weiß nicht, ob es noch irgendwo hinten dran steht. Aber wie kommt da auf 2018? Ja, da habe ich mir so gedacht, das ist ein bisschen Clickbait-mäßig, aber die Person, aber die Person hat es im Video erklärt. Ach so? Und zwar, er hat zwar gesagt, er hat so nicht förmlich, aber hat so in der Richtung gesagt, ja, es hat einen gewissen Clickbait-Charakter, aber die Begründung, er hat damit nur die Hoffnung gehabt, dass ein Entwickler dieses Video sieht und sich denkt, boah, krass, wir sollten so ein Spiel mit diesem Namen entwickeln. Geh mal weg. Aussteigen, oder? Nee, zurückfahren. Okay. Da habe ich mir gedacht, das ist ein Fuchs. Ist ja der Wahnsinn. Ja, ist ja... Also Dichte wie Göder. Das ist... Was, nochmal was? Okay, hab ich gerade selber so, Entschuldigung. Ich sage Dichter wie Goethe, so rum. Dichter wie Göder. Also. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter, ja, ich verstehe das schon. Also auf jeden Fall. Na gut. Auf jeden Fall. Exzellenter Gedankengang. 10 von 10 Punkten. 1 plus versetzt. Würde ich sagen, Wahnsinn. Also, wenn du denkst, du hast schon alles gesehen. Hat er sein Piercing noch? Ja, sein Knutsch-Piercing hat er noch. Okay, ey, jetzt mal. Aber mal ohne Scheiß, Alter. So ein Piercing hast du nur, wenn du in den Darkroom gehst, oder? Jetzt mal kein Scheiß, ohne Witz, ey. Hä? Das ist also zum Fummeln, ich, ey. Also, zum Bischof-Fummeln. Ach, oh Gott. Ohne Witz. Ohne. Was denn? Sein Knutsch-Piercing.
Das ist das Piercing für den Dachboden, Junge. Ohne Witz. Geht zum Bischof hummeln. Ja, da kommt eine Kette dran, da geht's los, ey. Na. Du bist eingeflockt. was ist noch mit der Jugend? Mit der Jugend, ja. Was ist noch mit dem Kollegen? Aufpassen, der geht mir Farmkorn auf die Schnauze. ist er ja nicht da. Was? Was? Why not? Groß, zu große Entfernung. Wer will denn das wissen? Wurde, glaube ich, so gesagt, wenn mich nicht alles täuscht. Alle Angaben ohne Gewehr schreibst dazu. Dann weiß ich, wie sein nächstes Video heißt. Und Daumen nach oben. Quatsch, Schneidwerk nach oben. Bei dir ist es aber so. Aber es kann natürlich kurz allgemein sein, warum nicht? Dann wird vielleicht das nächste Video. Dann wird vielleicht das nächste Video heißen. Farmcorn 2017. Mach mal hier fix noch die 19% rein bei mir. In Österreich. Und dann sagt er, ja, vielleicht sehen die Entwickler das und dann kommt die Farmcorn nach Österreich. Man lacht ihr nicht, ihr seid scheiße, ey. Ja. War halt nur lustig. Das war gut. Das war. Ach, jetzt mal. Naja. Wann fährst du mein Dolz, Alter? Ach ja, wir haben getauscht. Dein Dolz. Ich hab jetzt komplett was anderes verstanden. Was hast du verstanden? Seit wann fährst du zu McDonalds? Da war ich. Wäre jetzt aber komplett aus dem Zusammenhang. Da war ich. Schöne Tage. Ladung, Alter. Schöner Anhänger voll mit Gerste, ey. Warst du erst, warst du? Ja, war ich die Tage. Am Montag, wir hatten Freistunde. Gehen wir immer nach Mc's essen, da habe ich mir einen McFlurry geholt. Ich könnte ausrasten, wenn der nachsagt, ey. Was? Ich habe ja auch einen Dialekt, ne? Aber ich könnte ausflippen, wenn du nachsagst. Na? Dann gehen wir nach Mc's. Heißt das nicht so? Nee. Warum? Das heißt, dann gehen wir zu Mc's. Halt's Maul, Alter. Es ist so. Dann gehen wir zu McDonald's. Dann ja, gehen wir das war, du hast zum Reddy, dann gehen wir zum Tino, dann gehen wir zum Bier holen, dann gehen wir zum Get on my Level Shop. Ich dachte das immer so schon, ja. Ewig und drei Tage, ey. Aber so sagt das jeder bei uns. Weißt du, warum du immer nachsagst? Warum? Weil du die Nachgeburt bist, die kurz gezogen wurde. Ach, naja, der war echt schlecht. Gut, den nehme ich zurück. Alles auf Anfang. Den Punkt, möchte ich nicht. Jetzt habt ihr euch ausgeglichen. Das Fotze aus Whitefarming wieder relativiert. Das war ja wohl eine sehr harte Beleidigung, ja. Aber ich wurde sicher schon entschuldigt. Ja. So. Pussy. Hä? Was? Pussy. Er hat mich angeschrieben, Pussy, da fand ich nicht so gut. Tränen, Smiley und so. Nein, so war das nicht. Ich hab direkt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Jetzt würde ich noch versuchen, an deiner Stelle ein bisschen entgegenzurudern, weil. Ja, aber danke schön. Ich sei. Das mit der Fotze, tut mir leid. Ach ja. Aber Marius ist ja nicht nachtragend. Hab direkt gesagt, alles klar, für die ist schon okay. Hab ich nicht. Er ist jetzt schon mit. So. Auf einmal habe ich wieder seine Kontoadresse wieder zugeschickt bekommen. Ja. Da musste ich was machen. Du weiter dabei sein. Dann Überweisung, Quatsch, kein Scheiß, du Spast. So, ja. Chim, 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 chim. Hast du eigentlich mittlerweile deinen komischen Kapuzenpulli? Ja, sicher. Ah, ja. Ein paar Mal angehabt in der Schule. Bäm. Und dann hoffst du, dass die nicht rausfinden, dass du YouTube machst. Wie soll ich das denn rausfinden, ey? Einfach mal bei YouTube eingeben. Das was aber auf was denn? Ja, get on my level, dann sehen die Montana Black, aber... Och, ich rede von deinem Cup. Das, was du selber machen, designt hast. Bei Elbster. Ach so, ne, ich warte immer noch darauf, dass Elbster Zeit hat. Alles klar. Ja. Ich denke fast, dass die mich vergessen haben, weil ich warte jetzt schon 3 Monate. Auf was denn? Auf meine Limited Edition College Jacke. Mhm. Ja, ich habe eine Idee. Ich glaube,
Ist denn schon euer drin hier mit. Aber gestern? Ja, ich glaube, ich habe gestern nochmal Stress gemacht. Wo? Bei Elbster. Wegen 6 Punkten, Kevin? Hm. Wie, du hast da Stress gemacht? Ja, das ist ein Schock. Ich habe da Stress gemacht, ja, weil es mittlerweile 5-6 Tage her ist und ich halt gesagt habe, das ist ein little bit zu lang. Und? 5-6 Tage? Ja, er hat gesagt, also ne, ich hatte ja Dings angeschrieben, hier F. Und er hat gesagt, der ist nur für die Produktion zuständig, aber er tritt den Zuständigen in den Arsch, dass es vorangeht. Hm. Rambazamba, Rugi Zugi. Alter, du nörgelst schon bei 5-6 Tagen? Wenn ich ein neues Design habe und will, dass es in meinen Shop kommt, wie lange soll ich noch warten? Ich warte seit dem 8. Dezember. Ja. Ist klar. Ja, ohne Witz. Naja, du bist ja selber schuld. Ja, ich habe die dann nochmal angeschrieben, aber haben die gesagt, ich soll ein bisschen Geduld mitbringen, haben die mich angesaugt. Na ja, gut, die wissen aber auch, dass du nichts verkaufst mit 4000 Abos. Ja. Kauf aber ihr oder was? Quatsch. Ja. Ja, das ist ja das Problem. Wir, also selbst mit 30, 40, 50.000 Abos, du verkaufst ja kein Merch, also das ist nichts, wo du Geld machst. Das hatten wir ja schon mal, ja, das Thema. Ja. Also, wie gesagt, ab und zu kauft mal einer was und so, aber naja, und toll, dann kriegst du halt 1 Euro Beteiligung. Ja, super. Aber das ist nichts, womit man absolut nichts jetzt irgendwie mit. Das hat nichts mit Geld zu tun. Es ist einfach nur, was man, sage ich mal, so seiner Community und so einfach anbietet. Oder wenn man eine Idee hat für ein cooles Muster und das selber ganz geil findet, dann macht man das, aber aus keinem anderen Grund. Also, ich habe für meine Designs mehr Geld ausgegeben, wie ich besetze, durch, sage ich mal, den Verkauf bekommen habe. Und deswegen, aber das ist für mich absolut auch unrelevant. Also, will damit kein Geld verdienen. Ja. Ja. Deswegen. Aber du versuchst ja auch spontaner zu machen. Ich? Du wirst ja hier einen übelsten Shop aufziehen, hast du uns ja auch erzählt. Mit eigener Homepage und alles. Bist du besoffen oder was? Was hast du da gesagt, ey? Hab ich nie gesagt. Hast du ja extra den allerbilligsten T-Shirt, die allerbilligsten T-Shirts rausgesucht, um möglichst viel Gewinn zu machen. Diese Fruit Loop T-Shirts, oder? Ja, also das ist, glaube ich, für 1,99 kauft er seine T-Shirts ein für sie. Und verkauft die für 20 Euro im Shop. Ein Dreierpack für 5 Euro? Ganz schön teuer, würde ich sagen. Bist du bei Kick, Alter. Ja, ja, die kaufen die für Cent-Gramm ein. Ja, keine Ahnung, Alter. Wir haben für Cent-Gramm eingekauft, für Cent-Gramm Bangladesch hergestellt und für 2-3 Euro in Deutschland verkauft. Das ist immer noch eine riesige Marge. Marge. Klamottengeschäft, hieß Adidas, scheiße teuer wie so, wird in China produziert, für ein Apple und ein Ei. Für ein Apple. Für ein Apple und ein Ei. Ja, aber wenn der Jeans, aber es bei jedem Jogger da ein Apple-Produkt, das ist ja auch teuer dann, auf Dauer. Da hast du mehr Ahnung, was kostet ein Apple und ein Ei. Das kommt ja drauf an, für was du für eins möchtest. Standard halt. iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7. Nehmen die sich so viel in der Produktionskosten? S Plus. Also Display. Also das iPhone 7 Plus kostet 1000 Euro. Naja, ich meine jetzt die Produktionskosten. Die sind relativ teuer. Mhm. Okay. Müssen wohl so bei 200 Euro liegen. Was denn? Ist schon viel. Immer noch ist er, ja, ist schon viel, aber ist immer noch ein Witz. Wenn du mal überlegst, dass das 200 Euro in der Produktion kostet und das dann für 1000 vertickt wird. Weißt du, was ein VW Golf kostet? In der Produktion? Ja. Nee. Also so 4.000, 5.000 Euro. Der wird verkauft für wie viel? Naja. 20. 25. Je nachdem. Die Millionen Gehälter müssen gezahlt werden. Ja. Wohl, ja, macht ja nicht ohne Grund 6 Milliarden Reingewinn. Ja. Also Reingewinn, abzüglich aller Kosten schon. Also 6 Milliarden übrig. Nach allen abgezogen. Stimmt. Ja, da werden die paar Milliarden, die sie jetzt an Strafe zahlen müssen, noch nicht weiter stehen. Ja, das haben die auf Tasche, Mann.
Hat er das? Gut. Meine Freunde, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Bestellt euch Holzfäller Extrem 2018 vor. Die Playlist zum Forstprojekt findet ihr in der Videobeschreibung relativ unten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Metal. Tschüss. On. Tschüss.